Hitradio FFH. Uwe, der Kreisliga-Trainer. Das ist ja wieder Kreisliga-Fußball auf höchstem Niveau, ey. Da krieg ich so einen Hals. Andi, was heißt Wärmegewitter auf Englisch? Donner Summer! Hermann, wenn du heute Abend kochen willst, ne, und dir fehlen noch ein paar Zutaten, dann stell dich einfach auf den Balkon und sing. Damit schmeißen dich die Nachbarn garantiert mit Tomaten und gemischtem Hack. Ist jetzt nicht Ferienende? Dann geht ja wieder der Ernst des Lebens los. Oder wie die Jungs von Eintracht Frankfurt sagen würden, stimmt. So ein Bundesliga-Start hat sich der neue Bembel-Coach Oliver Glasner nicht vorgestellt. Im ersten Spiel aus dem Pokal geflogen, einen mickrigen Punkt aus zwei Ligaspielen. Böse Zungen behaupten, er schläft seit Sonntag wieder in Wolfsburg-Bettwäsche. Tja, und am Wochenende geht's gegen die Fahrstuhlmannschaft Arminia Bielefeld. Wer glaubt, dass da drei sichere Punkte sind, sollte sich nicht zu früh freuen. Die Jungs von der Eintracht wollen sich sicher wehren. Kevin! Boah, der ist so hohl. Der nimmt im Sommer immer keine Sonnenmilch, weil er laktoseintolerant ist. Stefan, wie nennt man den Stubentiger, der brechen muss? Eine Miezekotze! Nächste Woche schließt sich ja für die Bundesliga das Transferfenster. Apropos Fenster, wenn der Glasner so weitermacht, dann ist er weg vom Fenster. Und ich sag mal, als Kreisliga-Trainer mit jahrzehntelanger Umkleidekabinenerfahrung, wenn die Eintracht bis dahin keinen vernünftigen Stürmer verpflichten konnte, Fenster zu, dicke Luft. Patrick, dein Spielmotto auf dem Platz, ne, ist auch Latte to go. Also viel Schaum, wenig Inhalt und das alles ist noch zum Weglaufen. Christian, bist du noch am Schwitzen oder weinst du schon? Länderspielpause ist ja nächste Woche übrigens auch. Gefühlt waren ja die letzten beiden Yogi-Jahre Länderspielpause. Hansi Flick übernimmt einen demotivierten Haufen lustloser Besserverdiener. Das passt ja auch super ins Jobprofil vom neuen Bundeskanzler. Also Bundeskanzlerin, würde ich natürlich sagen. Ich sage ja auch nicht mehr Sackgasse, sondern neuerdings Scheideweg. Ferdinand, ich setze dich die komplette Tribüne auf die Saison! Uwe, der Kreisliga-Trainer bei Hitradio FFH.